Hi Leute, ich bin Mailand und willkommen zurück zur Propellermütze. Habt ihr schon mal erlebt, dass 15 Panzer, alle Panzer eines Teams, auf dieselbe Flanke, auf die gleiche Position fahren? Der komplette Rest der Karte wird offen gelassen und dann gilt es, diese Runde irgendwie zu gewinnen. Das ist mir in meinen mittlerweile fast 100.000 Gefechten tatsächlich zum ersten Mal passiert und wie das gelaufen ist, seht ihr in diesem Video. Und was passt am besten zu solchen Carries? Richtig leckere Curries, wie zum Beispiel von meinem Partner Löwenanteil. Die bieten vegane und fleischhaltige Gerichte an, die im Glas zu euch kommen und das könnt ihr dann einfach im Topf oder in der Mikrowelle erwärmen und mit Reis, Pasta, Brot oder auch einfach pur genießen. Löwenanteil bieten eine vielfältige Auswahl an, von vegan bis zu fleischhaltig ist da alles dabei, aber vor allem ist das Essen nährreich, in Bio-Qualität und super lecker. Meine Lieblingssorte aktuell ist das Chipotle Chili. Probiert das gerne mal aus, mit dem Code Mailand könnt ihr 10% sparen. Jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Oh, huhu. Unser Anti-Freeze-Modding. Kollege ist drauf gegangen. Wow. Der wurde weggezaubert, der Kollege. Ich glaube, sein sechster Sinn ging auch vielleicht gar nicht mal an. Waffenträger mitten auf dem offenen Feld. Okay. Ja. Keep him coming, boys. Keep him coming. So könnte es gern weitergehen. Habe ich gar kein Problem mit. Alles. Ja, ja, ja. Okay, verstanden. Verstanden. Da steht noch irgendwo ein Gegner. Yep. Ah, wahrscheinlich hat mich der Face gerade gesehen von drüben, ne? Die Gegner haben allerdings auch noch ihren Light. Also, bin mir gerade nicht sicher, ob es ein Light ist oder ob es vielleicht der Heavy war. Andrina, ich helfe dir. Hier Schussfeld haben. Er jubelt aber auch ohne Respekt rein. Ja, Objekt. Fühlst du dich immer noch gut? Ja. Oh, guck mal hier! Jo, die Arti rammt das 907. Ich würde dich gern retten. Okay. Die Kamikaze-Arti und vor allem, es war erfolgreich. Okay, ich bin gespottet. Da oben steht einer. Gegnerischer Leid ist tot. Das heißt, da oben steht wahrscheinlich der Badget. Nee, warte. Hä? Ein BZ-68 steht da oben. Ja, auf der anderen Flanke ist nämlich nichts. Oder wurde ich aus der Stadt... Ah, ich wurde aus der Stadt gespottet, ich Idiot. Bin manchmal wirklich verloren. Mal gucken. Ich glaube, ich wurde aus der Stadt gespottet. Ja. Wie schnell sich die Kiste dreht, das ist Wahnsinn, ja. Bringt ja allerdings nicht immer was. Also ist nicht immer von Vorteil. So, Panzer 7 schießt nochmal. Danke, hat gefeuert. Dann ab rüber hier. Lötkolben. Der Face, wie er sich nach hinten umguckt. Bitte helft mir doch. Gut. Der Face schießt nicht mehr auf mich. Interessant. Ich bin witzig. Boah, bitte nicht vor mich stellen. Deswegen habe ich jetzt hier... Gut. Durch die Oberwanne. Wie böse ist das denn, oder? Durch die Oberwanne in einem Panzer 7. Eine der stärksten Oberwannen überhaupt im Spiel.
Oh, wie das Ding kurbelt, wie das Ding marschiert. Ja, Kommandant, ich hatte da auf dem zweiten Artis dann gepokert, ne? Deswegen wollte ich nicht gleich. Den Schuss halte ich noch aus, das passt. Oh, wenn die Kanone trifft, ne? Leute, bitte nicht cappen. Ihr seht da, das ist genau mein Problem mit Begegnungsgefechten. Das Gefecht ist noch nicht vorbei und die Leute fangen wieder an zu cappen. Oder cappen einfach durch. Oh mein Gott, der war illegal. Ah, der will verteidigen, der Mate hier. Und irgendwie würde ich ihn auch gern verteidigen lassen, aber ich kann ihn natürlich auch nicht einfach... auch nicht einfach den Damage liegen lassen, ne? Ja, ja. 8900 Damage. Selber gespottet? Ja, okay. Scheiß auf den Klicker. Der andere steht da. Hi. Ah! Kannst du bitte aus diesem verdammten Cap rausfahren? Es ist genau der Grund, warum man keine Begegnungsgefechte spielt. Es findet sich immer ein Depp, der durchgibt. Jetzt habe ich keine 10k Damage deswegen. Der BZ war voll AP oben auf dem Hügel. Und ich habe ihn leider auch nicht geblindet mit dem letzten Treffer. Ich hätte die Badge totraum sollen. Das war schlecht gespielt von mir. Hätte ich mehr Zeit gehabt. Ich meine, Junge, ich kann gerade gar nicht nachvollziehen, wie hier die 10k Damage zustande gekommen sind. Das ging ja super schnell. Hier ein Schuss, da ein Schuss, da ein Schuss, da ein Schuss. Zack, 10k. Also, nicht ganz 10k, ne? 15 cm purer Spaß. Yes, da, nein. So, Halder und SCB mit Heat und Siege Mode. Scheiß drauf, da hab ich jetzt auch wenig Bock drauf. Den Trade gehe ich gerne ein. 2:1 getradet, nehmen wir mit. Habe ich den Eindruck, dass die Schüsse wild sind. Okay, ich halte. Idiot-Team! Da war das Gamorak. Ah ne, das ist der Luftangriff auf den Zug, okay. Jetzt hat keiner mehr Bock hier zu spielen, oder was ist los? Außer der One-Shot-TVP, der einfach mal rein jodel piekt. Gegner können nicht. Okay. Ja, wohl vielleicht doch. Die Hori-Kanone, ne, manchmal, wie ihr seht, die ist schon anstrengend. Die ist schon manchmal wirklich einfach nur anstrengend. Ah ja. Aber das war jetzt natürlich ein ganz, ganz glasklarer Hit, der muss dann aufsitzen. Ja, ja. War gar kein Pixel-Shot überhaupt. Dann ist für Überraschungen gut. Genauso fühlt sich's an. Die einfachen Schüsse, zu einfach. Aber das gleiche gilt auch für die schweren Schüsse. So, der Typ lädt nach, der kommt hier nicht weg. Lädt er? TDP, bin ich nicht sicher.
Guten Morgen. Also lädt gerade nach, ne? Also auch gerade jetzt. Ich hätte jetzt ja eh laden können, aber da der Hori hier ankommt, habe ich mal drauf verzichtet. Du kehrst den bitte. Dankeschön, gut gemacht. Die jodeln hier jetzt übers... Oh, nein! Oh, no, wenn die jetzt darüber fahren, können wir die komplett ernten. Und sie fahren darüber. Hi. Tschüss. Okay. Die Runde hat Potenzial. Ist natürlich wieder arschwenig Damage hier. Aber die Runde hat Potenzial. Leute, lasst uns mal hinten runterfahren. Hori hat auch noch gut HP. Du machst mich nicht. Macht mich nicht. Wunderbar. Wenn er da stehen bleibt, kill ich ihn. Er fährt weg. Gut. Okay, Panzer 7 hat noch relativ viele HP. Der 50 PS One-Shot, was sehr wichtig ist. Ihr 7 hat er auch noch sehr viele HP. Let's do this. Oh, TVP jetzt in 50 P? Ist komplett offen. Er versucht's. Falsch gepiekt, er muss hier pieken. Panzer 7 fragt sich auch gerade, was er falsch gemacht hat. Zwei Lötkolben direkt in seinem Gesicht. Glaube ich, gerade im Cap. Bin ich sicher, ob wir runterfahren sollten. Mate, solange die nicht cappen, müssen wir nicht runterfahren. Komm wieder mit hoch. Ja, TVP kann hier halten. Von hier kann man da hochschießen. Das ist eine richtig wichtige Position, gute Position. Ah, der 50B wird ihn nehmen. Hier, so kann man den hier gut halten. Diese innere Auffahrt. Digga, er hat das jetzt gewusst? Näher? Es war so klar, dass er da reinjodeln würde. Wir können die schlecht kennen hier drüben. TVP nicht rein. Er prallt ab am 50B. Das Problem ist, glaube ich, dass der Jagdpanzer kein One-Hit ist, ne? Alle Gegner sind One-Shots. Seht ihr das? Nein! Really? Dein Ernst? Oh mein Gott, was ein Fight, oder? Ich hätte gedacht, die 7 HP, die huste ich weg, ne? Wird mir stinken, aber stinkt mir gerade sehr gewaltig. Nein, oder? So Leute, eins in den Chat, wenn ihr denkt, das wird ein übel krasser Fight hier auf dem Hill. Zwei in den Chat, wenn ihr denkt, das wird absolut in die Hose gehen. Digga, warum so viele... Okay. Ich will gar nichts von euch wissen. Bitte einfach den Mund halten. Alles klar, ich zeige euch jetzt, wie man das macht. Auf dem Hill allein 4k Damage. Keine VA-Team im Gegnerteam heute, ja. Wobei, ich war gestern mit dem Objekt war ich gestern unterwegs, ja. Lassen ihn ein Stückchen hochkommen, damit wir sie besser bekämpfen können.
Der Karo, he knows. So, ob jetzt verpickt, dann können wir zusammenbieten. Guter Bait von unserem Team. Well, well. Little problem for that guy. Okay. Gegner kommen schon gar nicht an den Hügel, seht ihr das? Wahnsinn. Ich werde versuchen, hier den kleinen Busch zu spielen. Boah, Karo, das war toll. Ach, ich kann, weil ich von oben runterschieße, seine Oberwanne einfach durchschlagen. Das ist ungewöhnlich. Wow, der VK. Ganz mutig. Ja, naja. Also es ging jetzt nicht in die Hose. Besser gesagt, der Fight hat nie wirklich stattgefunden hier oben. Wow, das ist eine Posi. Okay. Der ST1-Scout im Gebüsch. Gleich geaimt, Glück gehabt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich hier runterjodeln möchte. Oder ob wir das Gefecht abwarten, entwickeln lassen. Ich denke, ich warte einfach. Kurve. Ich bin nicht von vorne aufgegangen, glaube ich. Stritz steht sehr weit vorne, glaube ich. Der steht. Warte, wer steht denn hier? No way, das ist er nicht. Wer spottet hier? Das muss der Progetto sein, glaube ich. Hier vorne irgendwo im Gebüsch drin. Oh, es ist so ziemlich genau, glaube ich, das Gebüsch sogar. Oder? Mal schauen. Nee, der hat nicht getroffen. Guckt euch mal an, wie unser Team krepiert hier unten. Alter, Leute, das wird nichts. Hört mal auf. Jetzt der E100 in der Basis gestorben, hätte ich auch gerne beschossen, aber unser Team krepiert. Der könnte getroffen haben. Unser Team krepiert heftig. Leute, stop! Ja, der Jisoo macht das auch nicht schlecht. Aber das ist nicht derjenige, der hier alles gespottet hat, glaube ich. Oh mein Gott, illegal. Sehr lucky. Jisoo macht das verdammt smart aus dem gegnerischen Team. Ne? Der hält hier die Gegner am Leben. Ich warte kurz, dann blinde ich da nochmal rein. Wie viel HP wir gerade verloren haben, oder? Was waren das? 15.000 HP oder so? Ja, die Maus, Kong, 752, Karo, VK. Ich glaube, ich habe den Progetto getroffen und dann ging er auf, als er wegrannte, glaube ich. So, ich bleib... Die Richtung. Wird ja schwierig sein mit dem E5-Wrack davor. Ach, die... Ja, okay, der Progetto ist rübergefahren. Dann gehe ich mal davon aus, dass hier nicht mehr allzu viel stehen wird. Also spotten wird wahrscheinlich nur noch der Jisoo da in dem Gebüsch drin. Nevermind. Jisoo steht direkt vor mir. Und in dem Moment, in dem ich einen Blindshot mache, geht er auf. How much do you want to fuck me, game? Yes. Oh Mann, was war das für ein dummes Timing, oder? Ich hätte den Jisoo ja einfach killen können, weil er stand ja direkt vor mir. Der kommt jetzt nicht, oder? Der kommt, der fährt wieder in die Mitte rein. Er ist hinten in den Wald reingezogen. Könnte auch in dem Gebüsch stehen. Ich glaube nicht, dass...
Ah, ich bin mir nicht sicher, ob er mich sieht oder nicht durch das Gebüsch, oder? Ah ne, er ist abgezogen, gut. Oh, hallo. Beschädigtes Geschütz. Trifft uns denn. Scheiße. Ist immer noch nicht gewonnen, das Gefecht. Jetzt ist immerhin der G-Sora raus, was schon mal sehr gut ist. Ach, der Ping ist auf der Minimap nicht zu sehen. Okay. Jetzt geht der nächste rein, der Kunze hier. Ah, Kunze. Bitte nutzt die Gebüsche. Oh, ich glaube, den habe ich geblendet, den Erfahrung. Guter Hit vom PTA zwischendrin. So, jetzt aber. Das werden wir doch schaffen. Ich weiß nicht, wie viel AP das 277 hat, aber der 752 aus unserem Team, der müsste jetzt die W-Taste drücken. Aber ich glaube, der... Oh no. Es ist, glaube ich, einer von denen. 277 was near STRV. Oh shit. Okay, das ist jetzt blöd von mir, hier vorgefahren zu sein. Oh no. Er hat 4,5 Minuten Zeit, um sich zu bewegen. Was denkt er? Ich helfe dir, Pinkter. Oh mein Gott. Oh, er fährt. Dima, da war er, Brat. Ich beobachte mal die Bäume. Ich würde gerne zu diesem Gebüsch aufrücken, aber das fühlt sich gerade wie ein unnötiges Risiko an. Ich könnte auch einfach warten. Ich kenne mich ja, ich bin ein gieriger Bastard. Wenn ich davor jetzt fahre, aufgehe und draufgehe, hasse ich mich. Da hinten denkt das Objekt. Ich glaube, hier vorne, ja. Emmerich. Nicht ganz. Guter Call auf jeden Fall vom Stritzwagen. Die Position des 277 durchzugeben. Oh mein Gott, der Lötkolben in Aktion. Sehr geil. Props an die Leute hier. Leo hast du, gönn dir. Verdienter Kill. Sehr gut. Wow. Damn. Aber habt ihr gesehen, wie gut die Gegner das verteidigt haben? Wir hatten ja da, wir hatten eine Maus, einen VK, einen Karo, Conqueror, irgendwelche anderen Tier 9 noch. Keiner kam durch. Auch keiner hat irgendwas gespottet. Das war krass. Die haben richtig gut verteidigt, die Gegner. Okay, und ich habe tatsächlich keinen einzigen Blindshot getroffen. Wahnsinn. Okay, okay. Jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Holy fuck, du. Okay, ja. Ja, wenn der Rest deines Teams komplett reinscheißt, dann musst du für 10, dann musst du 10k machen und verlierst trotzdem. Alter Verwalter. Ja, Stritzwagen stand richtig, hatte in jede Runde oder in jede Richtung hatte er Spots und er quasi, er hat einen auf Rambo gemacht, ne? Sein Zweibein platziert und dann hat er durchgehalten. Kein Gegner da. Perfekt. 15 Tanks. Alle. Alle hier unten. Gesamtes Team hier. Wer sah den noch nicht? Wie hat den keiner gespottet? Hallo, Lichte hier, was nicht so smart ist. Bin ich hier gerade in irgendwas reingeraten? Bro, what is happening? Ich verstehe gerade irgendwie nicht ganz, was passiert. Also Leute, wir haben auch noch eine Basis, ne? Ist okay, Leo, wir verteidigen zu zweit. Kein Heavy, kein Mate. Interessiert gar keinen, was hier läuft. Ich meine, Bro, was ist das? Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. 15 Tanks. Leopard, bitte spiel es entspannt. Wir sind nur zu zweit.
jodelst du denn da bitte rein, mein Schatz? Ich muss ihm helfen, ne? Natürlich wird er gezündet. Ich bin King of our base. Ne, 4, immerhin, cool. Ich nehme Leoparden nicht. Oh. Oh mein Gott. Hey. F4? Was wird das jetzt hier? Was passiert hier? Hat das irgendeinen Sinn? Also muss ich das, kann man das verstehen? Kleines Problem, dass ich alleine bin. So wird das nichts. Ich kann dir einfach durch deinen Turm schießen. Ja, unser TVP ist da, super. Kann er nicht. Kann er nicht pennen. Probier's bitte, schieß. Ach, scheiße, er ist auch noch wieder am Start, klar. Okay, Powerplay, 60er killen und dann direkt den TVP im Anschluss. Lad schneller als der TVP. Der hat mindestens noch 5 Sekunden. Kein Low-Roll, bitte. Danke. Was ist das für ein komisches Gefecht? Mir fällt gar kein anderes Wort ein als komisch. Leo, das hat ihn gerade gespottet, den VZ, denke ich. Da ist er. Nino und FV fehlen noch komplett. FV hat schon den Kill. Ich taste mich mal ganz vorsichtig über die Flanke. Ah, da hinten ist der FV, okay. 10k runter? Mm-mm. Die haben keine 15k HP mehr, die Gegner. Die haben vielleicht noch 5k. Ah, oh, was weiß ich, 8k. Ne, die sind ja alle außerhalb meiner Render-Range, deswegen werden die HP nicht geupdatet. Lass 10k sein. Na gut. Hm? Na doch, vielleicht. Habt ihr recht. Hm? Hm? Ja? Ich vertraue auf die Kraft des Rindsknacker. Ihr seht, was ich sehe, ne? Ihr seht, was ich sehe, ne? Wie haben wir uns denn da verpasst? Ich bin ja hier komplett übers offene Feld gefahren. Das muss ein Sekundentiming gewesen sein. Ne? Ich bin ja hier lang gefahren. Da muss er genau in dem Moment, als ich hier... Also, das war ja eine Minute lang oder so. Der Hori ist ja nicht schnell oder mindestens 30 Sekunden. Muss er da hinten schon gestanden haben. Er hat einfach gewankt in unserer Base. Ich werde ihn kurz anpieken. An sich würde ich aber am liebsten warten, dass der 60 DP ihn anpiekt. Aber der wird zu langsam sein. Ich muss jetzt mit H1 Reset holen, glaube ich. Aber das ist okay. Sollte gehen. Ach komm. Mit der ganz langen Leitung heute. Ach, du schießt doch Hito, warum? Prall ab, prall ab. 9.500 Schaden. Crap. Na, na gut, er hat noch 2. Sind 10k Damage, weil ich habe den Leo in der Mitte blind getroffen. So, mal gucken, was das jetzt hier für eine Clown-Fiesta wird.
Genau, bleib ganz entspannt stehen und mach ihn durch die Luke. Stehst über ihm, linke Luke und hopp rein da. Linke Luke ist größer, genau, und hopp rein da. Sag mir nicht, der 60 TP stirbt jetzt. Durch den Mino und dann kippt der Mino durch und wir verlieren. Das wird nicht passieren. Nein, there is no way, dass das passieren kann. Das wird nicht passieren. Linke Luke. So entstehen kleine Babypanzer, Leute. Aber wie? 10k, seht ihr mal. Nice. 10.100. Wie der 60 TP den Mino hops genommen hat. Ne? Ich hatte nie Zweifel. Ich habe noch nie so einen souveränen Kampf gesehen wie vom 60 TP.